Heute endlich ist es soweit. Das größte und wichtigste Highlight dieser Woche, vielleicht des ganzen Monats, steht an mit den US-Inflationsdaten im Vorfeld. Die Märkte freundlich nach der schwachen Jahreseröffnung. Man rechnet damit, dass die Inflation weiter zurückgeht und die Fed dann die Zinsen 5, 6, 7 Mal senken wird. So die Fed Fund Futures fluktuieren so ein bisschen, je nachdem wie gerade die Stimmung ist. Aber auf jeden Fall erwarten die Märkte deutlich mehr Zinssenkungen als die Fed selbst. Und die Frage ist, ist das ein Mismatch, was sich auflösen wird? Oder zeigen die Inflationsdaten, dass die Fed hinter der Kurve ist und die Zinsen doch häufiger senken wird? Wir werden sehen. Schauen wir uns die Gemengelage mal an vor den heutigen Daten, die ja 14.30 Uhr kommen. Da wird erwartet, dass die Verbraucherpreise um 0,2% steigen zum Vormonat. In der Kernrate, also ohne Nahrung und Energie, 0,3%. Und dann die Verbraucherpreise 3,2% zum Vormonat und in der Kernrate 3,8%. Das wäre weniger als zuletzt die 4%, die wir jetzt zweimal hintereinander hatten. Wir sehen ja, dass die Kerninflation nach unten gekommen ist, in Richtung 4% sich da stabilisiert. Jetzt also erwartet man einen weiteren Rückgang der Kerninflation. Und wenn es so käme, wenn wir also unter die 4%-Marke fallen heute, dann wäre das der geringste Wert seit Mai 2021. Also da herrscht ein Optimismus vor, der jetzt davon ausgeht, dass vor allem eben die Kernrate, die für die Fed ja sehr wichtig ist, nach unten geht. Gucken wir uns die Headline-Zahl an, also die normale Zahl der Inflation, dann sehen wir hier, erwartet man einen Anstieg von 3,1 auf 3,2%. Wir würden also seit Juni dann konstant über der 3%-Marke bleiben. Dieses Abwärtsmomentum ist so ein bisschen raus. Wir haben hier eine Art Stabilisierung eben der Inflation. Und jetzt ist die Frage, warum kommt eben die Kerninflation nach unten und diese Headline-Inflation nicht? Nun, weil die Energiepreise wohl weniger gefallen sind als im November. Wir sprechen ja hier von den Dezember-Daten, die zur Diskussion stehen. Aber entscheidend für die Märkte ja zwei Dinge. Wie wird der Markt darauf reagieren? Vor allem mit Blick darauf, wie die Fed reagieren wird. Hier sehen wir mal die Erwartungen. Die liegen bei 0,27% im Median. Also es gibt hier scheinbar, was den Vormonat-Headline-Zahl betrifft, ein bisschen Aufwärtspotenzial. Die Konsenserwartung, ja, wie wir vorhin gesehen haben, 0,2% und 3,3%. Auch das ein bisschen drüber. Und bei der Core, also der Kernrate, 0,27 und 3,9%, auch das so ein bisschen über dem, was wir jetzt als Konsenserwartung gesehen haben. Für die Märkte relevant ist auch, naja, was erwarten denn die Märkte an Kursbewegung? Was dürfte da passieren? Und hier sehen wir, erwarten die Optionsmärkte eine Veränderung von 0,67%. Schauen wir uns mal die letzten Zahlen an, als die Zahlen am 12. Dezember für November veröffentlicht wurden, da waren wir bei 0,68% Erwartung und es wurden nur 0,46%. Manchmal aber wie bei den Novemberzahlen ist dann das, was passiert, deutlich stärker. Aber in der Regel ist das schon aussagekräftig, wenn die Volatilitätserwartung zurückgeht, also dass da Riesenausschläge kommen, dann ist das auch meistens so. Man erwartet also heute die geringste Bewegung seit September. Was erwartet Goldman, die sich hier auf die Kerninflation vor allem fokussieren? Und da sagt man also, alles unter 0,2% bei der Kerninflation würde eine Rallye von 1,5% auslösen. Bei 0,2 bis 0,25 wäre es 1%. Selbst wenn wir 0,26 bis 0,3% wären, wäre es 0,5%. Erst über der Marke von 0,3% würde es ungemütlich, gerade wenn wir über 0,4% wären. Hier andere sagen, ja, alles über 0,3% bei der Kernrate würde dann die Party so ein bisschen unterbrechen. Gucken wir uns mal an, was im Jahr 2023 der Fall war, dass ja eine, vor allem ab Juni, dann eine zurückgehende Inflation gesehen hat. Und dann sehen wir, es gab 12 CPI-Reports, davon waren 9 marktpositiv, also
Neunmal ist der Markt gestiegen. Insgesamt wurden dann an diesen CPI-Tagen, also an den Tagen, wo diese Daten veröffentlicht werden, 5,6% S&P-Performance generiert. Das entspricht etwa 26% der gesamten Jahresperformance des S&P 500 im Jahr 2023. Also letztes Jahr war das sehr positiv. Ich denke, dieses Jahr werden wir Stück für Stück nicht mehr diese Entwicklung sehen, weil eben sich zeigen wird, dass die Inflation doch ein Stück hartnäckiger ist, als die Märkte erglauben. Es gehen ja davon aus, dass die Inflation zurückgeht wie ein Stein, aber gleichzeitig die Wirtschaft ein Soft Landing absolviert. JP Morgan ist jetzt da ein bisschen skeptischer und sagt, ja, die Fed könnte vielleicht doch mehr als bisher eingepreist die Zinsen senken, weil eben die Wirtschaft sich schwächer entwickelt. Wir werden sehen, ob das passiert. Aber eins ist auch klar, Williams, Chef der New York Fed, hat jetzt eigentlich diese Zinserwartungen doch klar zurückgewiesen. Er hat gesagt, wir werden eine restriktive Geldpolitik fahren müssen for some time, also noch einige Zeit. Dann hat er auch klar gemacht, dass dieses BTFP, dieses Bank Term Funding Program, das praktisch im März, April bei der Bankenkrise letzten Jahres installiert wurde, dass das aufhören wird. Mit diesem Programm konnten sich ja Banken Geld leihen und das dann höher verzinst, etwa ein 0,5% Zinsgewinn, irgendwo anders anlegen, weil die Konditionen der Fed eben sehr günstig waren für die Banken. Das wird jetzt enden. Das wird für die Regionalbanken dann ein Rückschlag. Und er sagt auch hier, wir sind scheinbar offenkundig noch nicht an dem Punkt, wo wir uns nähern, die Bilanzsumme weniger stark zu reduzieren. Auch das eine hawkische Message. Die Märkte hoffen ja darauf, dass das Quantitative Tightening der Fed durchaus nachlassen wird. Hier sehen wir gestern mal wieder starke, in der rechten Grafik, starke Optionskäufe, Zero DTE Calls. Dann allerdings, als William sprach, da ging es ja nochmal nach unten. Und dann aber wurde Bitcoin-ETFs wurden genehmigt durch die SEC, dann ging es wieder nach oben, dazu gleich mehr. Interessant aber, wenn wir uns jetzt mal die Dinge anschauen, normalerweise laufen Yield Curve, also die Zinskurve und der S&P 500 genau gegenläufig. Wenn also die Zinskurve immer negativer wird, sich immer stärker invertiert, ist das positiv. Also wenn Yield Curve hier nach unten geht, also immer negativer wird, dann steigt der S&P 500 und umgekehrt wird die Zinskurve weniger invertiert, tendiert also wieder zu einer Reinvertierung, wie wir es derzeit sehen. Wir sind jetzt wieder in Richtung Null unterwegs, was den Trend betrifft, aber gleichwohl ist der S&P 500 gestiegen. Einer irrt sich, entweder die Zinskurve oder der S&P 500. Wer wird es sein? Hier sehen wir mal, dass die Zinskurve jedes Mal, wenn wir hier uns vor allem die 10-jährige minus die 3-monatige US-Staatsanleihe anschauen. Die letzten 4 Male hat es jedes Mal eine Rezession gegeben nach einer Inversion dieser Zinskurve. Das war die 1990er Rezession, Dotcom-Blase, die Finanzkrise und eben dann die Corona-Rezession. Wird es diesmal anders sein? Fragezeichen. Wir sehen jetzt wieder neue Meldungen über Entlassungen bei Google. Wir hatten ja gestern Amazon, Xerox. Viele, viele Unternehmen scheinen jetzt so langsam auch unter dem Vorwand von KI Leute zu entlassen. Wenn wir jetzt mal zu den Märkten kommen, sehen wir dünnes Volumen derzeit. SPY, also das maßgebliche ETF auf den S&P 500, nur 66 Millionen Kontrakte. Gucken wir mal Anfang Januar, da waren wir deutlich saftiger unterwegs, selbst Ende Dezember fast das doppelte Volumen. Jetzt dünnt das immer mehr aus. Wir haben Zugewinne gesehen, allerdings eher begrenzt bis auf den Nasdaq, der hier deutlicher zulegen konnte. Gleichzeitig haben wir beim Nasdaq das geringste Volumen seit dem Tag nach Thanksgiving gesehen, also seit November. Also das war schon ein bisschen dünn, was passiert. Und es sind die Magnificent Seven, die jetzt den schwachen Start ins Jahr wieder aufgehoben haben. Dieser schwache Start war ja ausgelöst vor allem durch Abstufungen von Apple. Und hier sehen wir mal die Magnificent Seven. Davon haben 3 52 Wochen Hochs erreicht. Alphabet, Meta und Nvidia. Während die Apple links oben hier in diesem Chart mit Abstand die schwächste dieser Magnificent Seven Aktien ist. Aus meiner Sicht zu Recht, weil man im Grunde ein Produkt hat, das richtig läuft und dann eine Infrastruktur drauf aufgebaut hat. Wenn aber dieses Produkt, nämlich das iPhone,
Smartphone nicht mehr richtig läuft, dann wird es eng. Ja, man hat Services ausgebaut, jetzt hat man die Vision-Brille etc., aber das wird kein Megaseller werden, so viel wage ich mal zu prognostizieren. Also, dass Apple das wertvollste Unternehmen der Welt ist, habe ich nie wirklich verstanden, gerade angesichts von 4 Quartalen in Folge rückläufiger Umsätze. Und so ist es jetzt so, dass Microsoft nur noch ganz knapp hinter Apple ist, und das ist aus meiner Sicht eine Frage der Zeit, bis Microsoft das Apple überholt, weil man einfach einen viel stärkeren Fuß in der Tür hatte bei den Konsumenten über seine Office-Anwendung, weil man auch in Sachen KI deutlich mehr zu bieten hat als eben eine Apple. Gestern übrigens die Volatilität der Volatilität, die erwartete Volatilität der Volatilität, auf einem der niedrigsten Stände seit 10 Jahren an den Märkten. Das letzte Mal, als das der Fall war, war kurz vor dem Kollaps der Silicon Valley Bank. Und was kann passieren? Der S&P 500, der hatte ja sein Allzeithoch im Januar 2022, kurz bevor die Fed dann sagte, wir werden die Zinsen anheben, bei 4.818,62 Punkten. Wir sind jetzt heute Morgen schon auf Future-Basis bei 4.800. Es fehlt also nicht mehr viel. Und die Wall Street, die könnte sich durchaus freuen, wenn dann so Headlines kommen. Neues Allzeithoch, liebe Privatanleger, jetzt ist es Zeit zu kaufen. Nachdem Ende Oktober die Stimmung so mies war und keiner kaufen wollte zunächst mal oder die wenigsten, ist jetzt natürlich Euphorie angesagt. Oben im Chart sehen wir eine negative Divergenz, die sich dann auflösen wird, sobald wir, oder die sich dann materialisieren wird, sobald wir dieses neue Allzeithoch erreicht haben, würde ich vermuten. Jetzt kommen wir zur Bitcoin. Gestern die Genehmigung von der SEC, aber mit einer ziemlichen Einschränkung, mit einem ziemlichen, wie soll man sagen, Bashing-Text auf Bitcoin. Da heißt es, während wir zwar das Trading und das Listing von Spot-Bitcoin-ETFs akzeptieren, we did not approve or endorse Bitcoin. Finden wir also Bitcoin auf Deutsch gesagt scheiße, wenn man das mal so direkt sagen will. Gensler selber hat sich gegen eine Zulassung ausgesprochen, wie auch 2 demokratische Abgeordnete, die ja gesagt haben, finden wir nicht gut. Also man hat es genehmigt, aber Gensler hat klargemacht, dass er überhaupt kein Fan ist von Bitcoin. Gensler ja deutlich unter Druck. Meine zweitbeste Freundin Cathy Wood hat jetzt gesagt, sie sei von der Aussage Genslers überrascht. Er hat einfach gestern den gesamten Kryptobereich verunglimpft. Ich konnte es nicht glauben, sagte Wood gestern in einem Bloomberg Radio Interview. Und das ist natürlich eine disruptive Innovation, Bitcoin und so weiter. Vielleicht nochmal, weil hier ja viele Bitcoin-Fans sind. Bitcoin ist mir insofern sympathisch, als es ein dezentrales Asset ist, also nicht gesteuert wird. Aber der Vorteil bei Fiat-Geld ist, dass eben bei, also Papiergeld, wenn man so will, dass eben die Wertschöpfung eines Staates dahinter steht. Das heißt, ich habe eine konkrete Deckung. Wenn diese Sicherheit über die Deckung schwindet, weil die Wirtschaft schlecht ist, weil die Regierung vertrauensunwürdig ist, zu viel Geld druckt etc., dann kriegt dieses Fiat-Geld ein Problem. Aber nur dann. Bitcoin dagegen, da ist keiner, der mir irgendwas, also es ist zumindest keine, wie soll man sagen, keine Deckung irgendwo gegeben. Die einzige Deckung ist der Glaube, dass diese elektronischen Einheiten irgendwie werthaltig sind. Und das heißt, ich muss voraussetzen, dass andere eben das glauben, was ich glaube, während bei Fiat-Geld eben konkret eine komplette Wirtschaft als Deckung hinter dem vom Staat emittierten Geld dahinter steht. However, Sie wissen hoffentlich, was ich meine. Wenn nicht, ist auch kein Problem. Jedenfalls Bitcoin zunächst mal nach oben über 47.500, dann wieder runde. Jetzt sind wir aktuell so knapp über 46.000, also so ein bisschen mau die Reaktion. Ethereum dagegen läuft jetzt sehr, sehr stark in der Hoffnung, dass das dann die nächste Genehmigung wird aus dem Kryptobereich. Hier sehen wir Krypto negative Divergenz. Heute beginnt schon, wie die CBO mitgeteilt hat, eben das Trading von diesen Anlageprodukten, von diesen Bitcoin-ETFs.
Also hier könnte bald, nicht zwingend sofort, aber sehr bald doch das Ende der Gelände erreicht sein. Klar, jetzt wollen viele nochmal schnell rein in diese ETFs. Hurra, 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 mal sehen, wie es weitergeht. Hier die Aktienmärkte steigen. Was ist bei der heutigen Inflation zu beachten? Da nochmal Einschätzungen, Analysen. Warum, wieso, weshalb die Zahl wie ausfallen sollte. Wer also tradet, der sollte sich das mal anschauen. Erste Empfehlung und die zweite Empfehlung, meine Damen und Herren, die EZB in einer blöden Situation. Eigentlich müsste sie die Zinsen senken, aber vielleicht kann sie nicht, weil die Inflation wieder nach oben geht, vor allem in Deutschland und dann durch diese ganze Houthi-Geschichte. Auch wenn immer klarer wird, dass wir insgesamt, nämlich die Eurozone, jetzt in einer Rezession sind. Zweite Empfehlung und die dritte Empfehlung ist die, dass Sie 14:30 reinschauen bei Finanzmarktwelt zu den Daten, wie die Daten ausfallen und die Marktreaktion. Also diese beiden Artikelempfehlungen und 14:30, ich sage Servus, ciao.